So, und weiter geht's. Na, damit wir ein bisschen mehr über 60 Frames sind. Also Bilder pro Sekunde. Das ist mir dann doch ein bisschen wichtig bei dem Projekt. Und mir ist eingefallen. Ja, ich bin echt ein Trottel. Der Stall. Der Stall muss ja her für die Lamas. Das habe ich gerade gesehen. Wie gesagt, ich habe mir eine kurze Denkpause genommen. Und mich mal kurz reinzufixen. Ohne euch das zu ersagen. So, und das war, glaube ich, Maximum, ne? Ich glaube, das war Maximum. Das heißt, es war eine Breite von... Bin ich jetzt blöd? Genau, eine Breite von, ja... 15 mal 30, wenn ich richtig liege. Ich teste das mal, genau. So. Das Ding kriegt jetzt eine hohe Priorität. Und ich schicke dann natürlich auch erstmal... Warte, was haben wir hier? Genau, 8. Also die Pferde haben fast das Limit der Arbeit erreicht von 10. Und bei den Pigs haben wir 2. Und ich werde bei den Lamas auch erstmal 2 reinschicken. Wir haben genug Lamas. Die sollten sich definitiv mit 2 Leuten vermehren. Genau. Und was ich auch noch erwähnen wollte. Man könnte ja denken... nahrungstechnisch sinken wir ja ein bisschen, ne? Also wir halten uns so ein bisschen, aber sinken konstant. Ich würde sagen, so 1000, da verlieren wir ungefähr im Moment. Und das Problem liegt einfach daran, dass wir zum Beispiel jetzt 8 Leute bei den Pferden drin haben, die uns keine Nahrung bringen. Seht ihr? Zeig's euch. Außer das jetzt, aber das kommt nicht durch die Pferde, ne? So. Das heißt, wir haben hier keine Nahrung und könnten quasi 8 Arbeiter. Das heißt, ein Feld hat 2 Arbeiter. Würde bedeuten, dass wir 4 Felder hätten, die uns jeweils um die 1000 Nahrung bringen. Haben wir momentan nicht. Und hier das Gleiche. Wir haben 10 Arbeiter drin bei den Kühen, die uns im Moment nichts bringen, außer, ja, ca. 200 Milch. So, das heißt, 2 Arbeiter pro Feld wären 5 Felder, das heißt, ich hätte insgesamt 5 plus 4 Felder, wären insgesamt 9 Felder. Heißt, ich hätte im Jahr 9000 Nahrung, die ich plus machen würde. Das heißt, wir würden hier locker, wären schon locker bei den 35.000. So, und das passiert, das ist momentan noch nicht. Das heißt, im Moment kann ich nicht sagen, ob die Kuh und die Pferdefarm ineffizient ist, weil sie aktuell noch nicht arbeitet. Die Tiere werden noch nicht geschlachtet. Und das gleiche gilt bei den Schweinen. Bei den Schweinen sieht es aber sogar gut aus, muss ich ehrlich zugeben. Weil wir haben schon 10 Schweine. Wow. Das ist nicht wenig. Okay, unser Arbeiter, dem ist jetzt kalt. Ich hoffe, er geht sich... Ich hoffe, er stirbt jetzt nicht und erfriert. Der sollte jetzt eigentlich ein Haus aufsuchen, in dem er sich aufwärmt. Also das Spiel sollte dafür jetzt eigentlich sorgen, dass er sich aufwärmt. Und ich muss da jetzt echt eingreifen. Okay, wir haben hier die 2 Gebäude. Da kommt ja ein bisschen Deko hin. Hier ist ja der Markt. Das heißt, ich kann hier weitere Häuser bauen. Das heißt, ich kann hier weitere Häuser bauen. Welches Haus will ich aber hier haben? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich nehme das und das, ne? Genau, machen das mal so. Kalt ist ihm nicht mehr. Gut, er hat sich wieder aufgewärmt. Heißt, schicken wir ihn mal hier in eine der beiden Häuser. Die Mine habe ich hier oben, damit ich sehe, wann die fertig ist. So, die Auflösung hat sich geändert, deswegen muss ich das hier gerade mal upgraden. Ihm ist wieder kalt. Also er muss unbedingt in eine der Häuser. Ansonsten würde ich einfach sagen, dass gerade der Mod ein paar Probleme hat. Die Schulen sind nicht am Ende. Ein Händler ist da. Ein Händler. Ein Händler, der... relativ viel hat. Oh, schaut mal, was da ist. Ja, unsere alt beworbenen kleinen Chickens, also die anderen Chickens, die guten Leghorns. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Leghorns, 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 Leghorns. Auf jeden Fall wären es 12. 4800, das ist ziemlich teuer. Ich habe gar nicht mehr so viel. Wie viel, ja, 1600. Wie viel hätte ich denn rein theoretisch? 6400, wenn ich alles verballer. Okay. Ich rate wieder ein bisschen. Wow, perfekt. Die Sache ist, dass wir hier einfach wieder... Ich weiß nicht, ob... Ich meine, es müsste ja anderes Chickenfleisch sein. Also das eine ist ja Chickens und das dürfte dann auch irgendwie Chicken XXL sein. Also, ihr versteht, was ich meine. Einfach anderes Chicken. Zudem bekommen wir wieder Federn. Ja, und diesmal sind es 12. Das heißt eigentlich, dass ich die safe habe. Ich denke, das mache ich auch. Jetzt werden wir aber unser Firewood-Limit senken. Wir haben nur noch 400. Und wir sagen auch, dass 400 reicht, bis ich einen Standort dafür gefunden habe, wo ich mein Feuer, also mein Feuerholz erweitere. Gut, das bedeutet, wir brauchen noch einen Stall. Das heißt, wir haben aktuell 10 Labore. Das heißt, 4 Stück kommen hier wieder in die Stelle. Heißt, hier haben wir die Viecher.
Ich weiß gar nicht, was noch alles kommt, aber wir werden auf jeden Fall noch ein paar Tiere. Also es werden auf jeden Fall noch ein paar andere Tiere kommen. Und die, ich sag mal so, ich bin von den Chickens eigentlich, würde ich fast sagen, begeistert. Also ich denke, die Chickens sind okay. Genau, das passt perfekt. Man sieht das ja hier, wenn ich jetzt hier drauf gehe. Das Jahr ist jetzt fast zu Ende. Das heißt, jetzt in einem Jahr, wir sind gerade im Winter, in einem Jahr macht das Ding 230 Federn, 23 Bohrmühl, 390 Eier, 138 Chicken ist jetzt wenig. Ich hätte mehr erwartet. Aber in Verbindung mit den Eggs. Ja. Es ist okay. Es ist, wir werden es überleben. Es ist okay. Es ist okay. Es ist jetzt kein schlechter Wert. Es, wir bekommen hier irgendwie alles Mögliche davon. Also wir sagen einfach mal, dass es jetzt okay ist. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Und dann haben wir wieder diese guten, die Legorns. So, Holz kommt auf 1000. Das liegt aber daran, dass wir da hinten alles abholzen, ne? Nee, nicht. Ah, doch, ein bisschen wird abgeholzt. Die Häuser sind noch nicht fertig. Der eine Dude ist immer noch ohne Haus. Meine Mine ist fast, also ist jetzt am Bauen. Zwei Arbeiter habe ich nur, aber die machen das jetzt schon. Der Vorteil ist, dass die nur hier hin müssen, um sich die Werkzeuge wieder zu holen. Werkzeuge steigen. Nicht wirklich. Kleidung steigt jetzt auch nicht wirklich. Ist jetzt um 18 gestiegen. Werkzeuglimit habe ich doch erhöht, oder nicht? So, und hier sehen wir, hier ist Milch drin und Fisch. Okay. Also Milch zieht auch dazu. Steht ja auch dran, Protein. Also heißt jetzt nicht, dass hier nur Fleisch reinkommt. Aber hauptsächlich Fleisch, ne? Chickens, Duckmeat, Rehfleisch ist das ja hier. Dann Kuhfleisch wird auch noch kommen später. Das andere Chickenfleisch kommt noch. Je nachdem, ob es Chicken heißt oder ein bisschen anders. Ich gehe mal davon aus, dass es ein bisschen anders heißt. Fisch ist drin. Und Milch, also, die haben hier schon was Leckeres zu essen. Schon eine leckere Auswahl, finde ich ganz okay. Wieso? Ach ja, hier wird Eisen gelagert. Stimmt, weil hier Eisen abgebaut wird und, ja, das Lager ist ja näher. Finde ich ziemlich lustig. Ein bisschen doof ist natürlich das Eisenlager hier hinten. Bezogen, also klar, es ist ja für die Mine. Ne? Für die Mine ist das Eisenlager ja dort. Es ist ein bisschen doof bezogen darauf hin, dass hier noch ein Eisenlager ist. Aber es ist okay. Es ist okay, es ist okay. Es muss ja auch irgendwie sein. Denn, was, genau, mir geht es um den Blacksmith. Mir geht es darum, dass der genug Eisen hat, damit er hier mal die Werkzeuge erhöht. Aber im Moment steigen die Werkzeuge nicht wirklich. Lass mal gucken. Vielleicht brauchen wir den nächsten neuen. So, und der Kleidungsdude, der macht mir keine Sorgen, weil man sieht ja, der ballert die ganze Zeit nur Leder weg. Hat er jetzt schon wieder 64. Also fast wieder, also er macht ungefähr 70 im Jahr. Das ist ein guter Wert, wie ich finde. Und ich will nochmal nachgucken, Federn und Ding müsste ich doch tonnenweise haben, ne? 250 Federn immer noch, okay. Weeds könnte ich mehr gebrauchen. 500 Federn habe ich schon. Boah, ich habe über 500 Federn. Und das momentan arbeitet nur das Ding. Plus die Federn, die wir noch drüben haben. Und jetzt ist zwei Leuten kalt, das ist nicht gut. Forste. Okay. Möchte irgendwo was Warmes finden. Jetzt habe ich ein Problem. Wenn die Dinger nicht helfen, also wenn die Kleidung nicht reicht, um die warm zu halten, wie kann ich die Leute warm halten? Muss ich hier doch Häuser hinbauen? Übrigens überlebt er noch. Der hat den ganzen Winter über... Nee, nicht der. Ich meine, der Obdachlose hat den ganzen Winter überlebt, einfach weil er sich immer aufwärmen kann. Also man sieht, die brauchen nicht unbedingt jetzt alle ein Haus, sondern die brauchen einfach alle nur ein Plätzchen, wo sie halt quasi dann, ja, im Winter sich mal aufwärmen können. Also ein Haus würde, glaube ich, rein theoretisch schon reichen. Möchte aber meine Hand nicht ins Feuer legen. Na gut. Wir sind jetzt, also wie gesagt, müssen erstmal folgende Sachen wichtig. Die Mine hier hinten, dass wir dauerhaft Eisen bekommen, weil Eisen brauchst du immer. Wir haben momentan noch keine Eisenproduktion. Und Kohle. Das sind momentan die wichtigsten Sachen. Stein ist momentan unwichtig. Steinbruch kann zwar auch noch hier hin, kommt auch hier irgendwo hin, aber ist momentan noch nicht so wichtig. Weil Steine sehen gut aus und brauchen wir momentan nicht. Wir können das Problem mit der Wärme erst einmal lösen, indem wir die Steinwege bauen. Oder halt jetzt irgendwann mal die Bricks, aber ich habe keine Ahnung, wo die Bricks gelagert werden. Hier sind nur drei und
Ja gut, okay, ja, in dem kleinen Handelsding werden die ja gelagert. Stimmt ja, mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler. Da werden die ja gelagert. Aber wenn die Kleidung hier nicht reicht, sondern die immer ein Haus brauchen, um sich aufzuwärmen, dann müsste ich hier quasi Hütten bauen. Was dumm wäre. Wobei, so dumm ist das nicht. Die Leute hätten Kleidung hier, Nahrung. Sie bräuchten aber Brennholz. Dann bräuchte ich noch den Stand mit Brennholz. Und das Problem ist dann, dass dort auch wahrscheinlich Clay und Glas gelagert wird, was die Leute überhaupt nicht brauchen. 27 Bricks haben wir hier. Sind die drüben denn schon welche? Noch nicht. Wir haben so gut wie keine Bricks. Das ist echt ein bisschen jämmerlich, wenn ich das so sagen darf. Material dürfen 5000 lagern. Okay, das ist alles kein Problem. So, ihr arbeitet mal. Für euch brauche ich ein Lager. Für euch brauche ich irgendeine Lagerstelle. Kann ich denn rein theoretisch einfach mal just for fun? Wie weit ist denn das? 2x12. Wird das rein theoretisch gehen? Würden die das hier lagern? Die Frage ist, wie viel würde hier reinpassen? Ich habe nämlich in einem Picture, das ist schon mega lange her, in einem Picture habe ich gesehen, dass jemand aus, also aus dem Holzlager, nicht aus dem Brennholz, aber Brennholz würde für mich mehr Sinn machen. Da hat jemand aus diesen Holzlagern hat eine komplette Mauer um seine Stadt gebaut. Sah ziemlich geil aus. Es war gleichzeitig eine Lagerstelle dafür und gleichzeitig hat er es auch als Mauer genutzt. War übelst cool. Ja, Fuelmangel, ich weiß. Was macht denn der so 21 Bricks im Jahr? 21 im letzten Jahr. 72 Glas ist natürlich hingegen schon wesentlich besser. Du willst mir sagen, du hast kein Leder mehr? Das wäre ganz was Neues. Dann machst du mal das. Auf 470. Warte, was? 470? Das Limit liegt bei 1050. Das war doch gerade vorhin noch. Bei wie viel war es? 470. War das nicht vorhin irgendwo bei 400? Nee, es muss nicht durch gewesen sein. Ist okay. Vergiss, was ich gesagt habe. wo ist denn mein Fenster hin? Ups. Moment, mein Fenster hier geschlossen. Genau, komm hier. Okay, der ist immer noch obdachlos. Die Sache ist momentan, dass wir eine Größe erreichen, in der es auch für mich schwer ist, einen Überblick zu behalten. Die Kapelle ist schon fast ausgelastet. Hier wird alles platt gemacht. Hier wird Eisen alles entfernt. Das ist sehr gut. Die Mine ist immer noch nicht fertig. Ich werde mal 4 Arbeiter jetzt einstellen, damit das ein bisschen schneller geht, die Bauprojekte. Hier liegt relativ viel Kohle. Wie viele Leute können denn da rein? 30. 30. Ich habe 10. Ich möchte immer ein paar Reserve behalten. Ich brauche ja 4 Leute allein schon für die Felder, für die Tiere. Wie wird das eigentlich hier bearbeitet? Nee. Okay, das muss ich jetzt gerade mal eine höhere Priorität setzen. Für die sich fragen, warum mache ich das? Die Verarbeiter, die ich habe, die werden jetzt nicht hier arbeiten und die Mine aufhören zu arbeiten. Macht euch da keine Sorgen. Dafür müssen erstmal die Materialien hier an die Stellen, für die Stelle. Und da geht momentan noch gar nichts, einfach weil hier überall Bäume sind. Das heißt, das machen jetzt erstmal alles die Bürger. 9 Stück haben wir an der Zahl. Die machen das jetzt hier platt. Und dann werden Materialien hingetragen und bis dahin sind die letzten 14, ich sag's mal, 14% nenne ich das jetzt mal, auf jeden Fall fertig, was da angeht. So, 2 weitere Kühe, ich glaube ein weiteres Pferd, aber da lege ich mich jetzt nicht, meine Hand nicht ins Feuer, die Kühe sind geblieben bei 10. Ja, die Chickens, wir können jetzt mal gucken, das ist jetzt das erste Jahr, was komplett gut lief. 174 Chicken ist nicht die Welt, 300 Federn, naja. Aber immerhin, die Eier sind auf fast 500 gestiegen, also wir machen ungefähr... Wenn man jetzt zusammenrechnet, über 700 Nahrung. Ist wenig für 10 Leute. Wie gesagt, die Felder sind da 10 mal effektiver, aber nobody's perfect. Bei den Rehen ist das halt auch so. 1400 ist nichts. Aber da geht es auch mehr ums Leder, nicht um die Nahrung. Von daher ist das okay. Ich hoffe, dass sich das Fragezeichen-Symbol auch fixt hier, wenn ich die 2 Dinger hier noch habe. Ich könnte jetzt hier noch die Kühe auf 10 erhöhen, aber will ich nicht machen, weil ich brauche ja auch noch genug Arbeiter für die Minen. Die will ich aufrüsten auch irgendwann mal. Weil wir brauchen hier, ihr seht, der hier macht nichts und wenn der nichts macht, machen die nichts. Deswegen brauche ich wesentlich mehr Kohle.
viel, viel mehr Kohle. So, was ist noch zugekommen? Okay, Muscheln, müsste das sein. Austern, die kommen auch hier zu. Krass. Also die Nahrung sind hier schon. Also die Arbeiter hier, die schnappen sich hier schon viel Nahrung. Also das Ding lohnt sich, wenn wir überlegen, was...